Ja, moin und hallo zusammen, Leute. Willkommen zurück bei Elden Ring. Uns in der letzten Folge ein bisschen dumm angestellt, was diese Scheißviecher mit ihrer Todespestkotzerei anging. Aber die lassen wir jetzt einfach links liegen. Und wir schauen jetzt mal, wie wir hier in irgendeiner Art und Weise weiterkommen. Wir müssen ja irgendwie dort runter. Gucken jetzt mal kurz, wie es von hier aus aussieht. Haben wir beim letzten Mal auch schon nachgeschaut, ne? Den haben wir erledigt. Ich weiß, dass da noch irgendwie ein Hund stand. Den lassen wir aber erstmal links liegen. Wie kommen wir denn dort jetzt hin? Himmels Willen. Ah, das ist doch wirklich da, wo ich den Wegpunkt gesetzt habe. Irgendwie muss es dort hinuntergehen. Das heißt, wir müssen irgendwie dort rüber. Und von da aus müssen wir. Das sieht nicht aus, als könnten wir dort oben drauf rumlaufen. Da können wir irgendwie hin. Nur wie? Von hier unten vielleicht, oder? Da unten sind wir, glaube ich, schon rumgelaufen. Könnte das dann Aufzug sein? Aber ich sehe keine Tür, die dort auf diese Brücke führt, ne. Wir müssen irgendwie von dort aus darüber springen. Da ist irgendwo ein Aufzug. Irgendwie hier so, oder? Nee. Jetzt kommt hier wieder navigieren. Wir müssen, glaube ich, echt irgendwie so rüber. Das hier oben scheint mir alles mehr oder weniger so ein optionaler Abschnitt zu sein. Hier waren wir auch eigentlich gefühlt schon mehr oder weniger überall. Wir haben uns den ganzen Kram hier schon ein bisschen angeguckt. Kommen wir vielleicht von dem Drachentempelaltar dann hier rüber? Fragen über Fragen. Also von hier aus kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Wir müssen irgendwie dahin gelangen. Das könnte es doch fast schon sein, ne? Können wir da rüberspringen? Das sieht mir aber auch wieder zu weit aus. Da können wir rüberlaufen. Ist das bestimmt doch wirklich das Drachentempel-Altar, ne? Wir gucken. Von hier aus, wenn wir den Fahrstuhl wieder runterfahren, da können wir dort rüberlaufen. Vorausgesetzt, das da hinten ist wirklich ein Fahrstuhl oder ähnliches. Okay, probieren wir es mal aus. Bisschen navigieren müssen wir. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. So. Hier müssen wir jetzt wieder runter, wo wir hergekommen sind. Das habe ich mir auch schon so ein bisschen gedacht irgendwie. Weil wir sind ja auf diesen Abschnitt hier nur gekommen, weil wir so einen Steinschwertschlüssel benutzt haben. Und da sind wir wieder. Ein Crash hatte ich ja schon lange nicht mehr. Andererseits habe ich ja auch noch gar nicht lange Zeit eine lange Pause eingelegt. Aber hey, immer ein Fortschritt, statt dass das Spiel ewig lang in einem Freeze hängt und man das dann mit einem Taskmanager und so weiter beenden muss. Hat es mich diesmal immerhin direkt auf den Desktop geschmissen. Das ist doch schon mal was. Ich weiß nicht, was mit Elden Ring los ist, wirklich. Ich kann es immer wieder betonen, ich habe zwischendurch auch noch so viele andere Spiele gespielt, aktuelle wie ältere Spiele, und keines dieser Spiele macht mir so viele Probleme wie Elden Ring. Es ist halt leider wirklich so. Ich sage das nicht, weil ich irgendwie das Spiel schlecht reden will oder irgendwas, sondern weil es einfach der Wahrheit entspricht in meinem Fall. Weil man sie mir nicht von hier gekommen, um Himmels Willen. Ja, wir sind zumindest die Treppe hier hochgelaufen. Na, darüber sind wir aber noch nicht. Und das haben wir aber auch schon mal gesehen. Ist ja interessant. Jetzt fügt sich so langsam wieder alles zusammen. Ne? Uiuiui, jetzt wäre ich fast genau dazwischen gesprungen. Das wäre der Hammer gewesen. Ach, jetzt schießt sie doch irgendwie auf mich. Ich höre es doch schon, ne?
höre doch irgendwen mit irgendeiner Blitzscheiße hantieren. Da seht ihr da oben, habe ich doch gesagt. Hier habe ich doch eben auch noch ein Item gesehen. Das ist aber eklig, darüber zu sprechen. Drachenschild-Talisman Stufe 2, okay. Ich weiß gar nicht, was der Drachenschild-Talisman überhaupt ist. Naja. Ey. Leute. Jetzt mal ohne Witz, ne? Weil er diese blöde Treppenstufe nicht hochgelaufen ist, habe ich jetzt so viel Schaden genommen. Der Typ will hier zu mir kommen. Ich höre ihn doch hier über mir rumlatschen. Kommst du hier runter? Klingt fast so, ne? Ja, das ist ein Hundi. Komm her, Hundi. Oh, jetzt hau dir gleich zwei raus. Weg da. Ja, nur Freundchen. Oh, aus mir war ein Latz, ne? Nix da, wird nicht gesprungen, ja. Wird auch nicht gebissen. Wird ihm zugestochen. Okidoki. Jetzt sind wir hier gelandet. Da kommen wir wieder zurück, das wollen wir aber nicht, weil wir ja hoffen, dass wir hier irgendwie richtig sind. Da haben wir noch ein Hundi. Ziehen wir hinter der Ecke, nein. Hallo. Wow. Stich, Stich, Stich. Erledigt. Geräuchertes Fleisch. Ich will kein geräuchertes Fleisch. Zack. Wieder zurück hier runter. Da können wir lang. Wir wollen aber natürlich ihn hier noch erledigen. Sein Kumpel da liegt am Boden und schläft. Da müssen wir ihn jetzt wegstellen. Und damit schon rausholen können. Oh, oh, jetzt ist aber auch gefährlich hier. Weil er hier hinter uns steht. Oh, oh. Jetzt ist es recht gefährlich, weil so wenig Energie haben. Bam. Oh, direkt. Haltung gebrochen und verkackt, aber egal. Gehen wir jetzt trotzdem. Stich! Okay, ist sonst noch ein was hier zu holen? Nein. Aber dieser Absturz, das macht es halt auch echt nicht schöner zu spielen. Als er ständig im Hintergedanken hat, dass man wieder irgendwie aus dem Spiel fliegt. Das ist einfach kein schönes Gefühl. Egal in welchem Spiel. Wenn es so instabil läuft. Ach du Scheiße, der Typ sieht richtig fucking übel aus. Und wir müssten echt eine ganze Ecke laufen, wenn wir es hier verkacken. Das gefällt mir aber gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Bist du alleine? Und er hat mich... Ach, das ist so einer. Er hat mich direkt gesehen. Ach, Scheiße, das hat überhaupt nicht gejuckt. Das ist ein Schmelztiegelritter, ne? Das. Attacken jucken ihn überhaupt nicht. Zumindest nicht viel. Shit. Ein Ticken zu kurz. Guck mal, wenn ich genug von den Attacken anbringen kann, damit seine Haltung brechen kann, vielleicht irgendwann mal. Dann läuft das ja ganz gut. Dann gehen wir wieder raus. Das juckt ihn halt leider nicht, wenn sein Schild oben ist. Ekelhafte Trade. Ganz ekelhaft gerade. Und unsere Haltung gebrochen. Schnelles Trinken. Oh, Haltung gebrochen. Ach du Scheiße. Trinken. Das ist so clever. War nicht clever. Zu nichts. Es ist nicht dazu, mich hier zu regenerieren. Jetzt aber. Das war so nicht beabsichtigt. Was macht er denn jetzt? Er macht einfach mal ein bisschen Feueratem. Einfach mal ein bisschen.
Fail. Es ging. Ah, das hat jetzt aber ihn immerhin mal getroffen. Scheiße, ich merke es gerade, dass ich nicht besonders. Oh, scheiße. Lass mich was trinken. Nein. Nein, 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 trinken. Holy shit, ey. Wir müssen jetzt. Nein, nicht direkt. Verballern den Schutzschild. Nein. Jetzt ist unser Schutzschild weg und verballert. Fuck. Hell. Nein. 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 Trinken, trinken, trinken. Oh nein, falscher Trank ausgewählt. Das können wir doch abwehren. Ein schnelles Trinken. Uiuiuiuiui, da ist das alles knapp hier. Hauen wir ihn nochmal raus? Ach nee, nicht immer deine. Oh, Feuerscheiße. Zu kurz. Das hat richtig gesessen jetzt. Keine Ausdauer mehr. Und das war's jetzt. Rennen wir uns weg. Ich glaub's. Ich guck mal, wie wenig Energie er hatte. Ich wollte die ganze Zeit eigentlich die Schockwelle anbringen, aber ich hatte halt Schiss, dass er dann den Ansturm nach vorne macht. Heieiei. Okay. Ja, natürlich ist der scheiß Fahrstuhl nicht da. Wo ist denn der fucking Hebel? Da. Aber den kriegt man. Das nächste Mal buffen wir uns vielleicht vorher noch mal irgendwie ein bisschen hoch hier. Den goldenen Schwur. Müssen wir echt wieder ein Stückchen laufen, ne? Ich glaube, an sich ging es jetzt bei ihm allein auch irgendwie nicht weiter. Es sah mir auch ein bisschen nach einer Sackgasse aus. Jetzt bei dem können wir erstmal wieder. Erledigt. Sehr gut. Okidoki. Es wirkt auf mich auch irgendwie nicht so ganz richtig, als wäre das hier wirklich so beabsichtigt, dass wir so weit laufen müssen, um dann zu den Penner da wieder zurückzukommen. Wirkt irgendwie ein bisschen falsch auf mich. So, diesmal aber nicht, Freundchen. Lassen wir jetzt alle hier links und rechts liegen. Ja, hier geht es auf jeden Fall nirgends weiter, aber ich will den Typen jetzt natürlich trotzdem besiegt haben. So, das bufft ja unseren Schaden jetzt auch nochmal. Uiuiui, Freundchen. Das ist gleich wissen. Mist. Au, da hat er uns sogar noch getroffen. Trifft uns auch noch mit. Trinken. Ach, da haut er natürlich dann noch einer raus, ne? Boah, ihr könnt doch mal einen Schluck schneller machen, ne? Lässt sich mal ganz schön Zeit mit dem Mist. Haut auch echt schnell zurück. Jetzt kommt der Mist. Ah, den können wir zum Glück echt schön abwehren. Das war jetzt wirklich. Jetzt geht uns nämlich die Ausdauer aus. Bin ich auch mal dreist. Dann müssen wir einfach mal versuchen, mal hier vorbeizukommen. Das war jetzt leider gar nichts. Das wird wieder wehtun, ja.
Ja, super. Ich habe zwar direkt Blocken gedrückt, hat aber nichts gebracht. Das sind ganz schön anstrengende Abschnitte hier gerade, merke ich. Ja. Ist wieder so typisch. Ich muss auch mal dran denken, jetzt den Fahrstuhl direkt wieder hochzuschicken, wie vorhin halt auch. Was haben wir denn eigentlich noch? Wir haben den Segen des Erdenbaums, der uns halt langsam heilt, aber die Heilung ist halt auch wirklich dermaßen langsam, dass das eigentlich kaum was bringt, habe ich das Gefühl. Zumindest nicht gegen so einen Gegner. Es kommt halt auch immer so ein bisschen einfach auf den Rhythmus an. Wenn halt einmal so ein bisschen ja, Scheißrhythmus reinkommt vom Gegner, nicht mehr zum Heilen und zu gar nichts mehr kommt, dann ist es irgendwie vorbei. Es hat auch einfach ganz viel damit zu tun, welche Attacken die gerade mal raushauen, wo die gerade Bock drauf haben. Also zum Beispiel seine komische Attacke, wo er so in der zweiten Phase so auf uns zufliegt, die ist ja, die können wir leicht blocken und die können wir auch schön und einfach zu unserem Vorteil nutzen. Weil er danach halt auch lange Zeit erstmal nichts macht. Aber alles andere, da ballert er halt wirklich ziemlich krasse Kombos raus. Das macht's dann einfach so übel. Ja, danke. Jetzt will ich eigentlich schnell meine Ruhe haben. Guck, das sind keine großen Pausen dazwischen. Das ist zwar alles nicht schnell, aber die Abstände dazwischen sind richtig lang. Irgendwas geht man gefühlt immer ab dann. Boah, das hat er sogar noch weggeblockt und da trifft er uns sogar noch, ne? Brennt halt auch unsere Ausdauer sowas von nieder, das alles wegzublocken. Und kriegen wir wieder ab. Glück gehabt. Wir werden ein bisschen mal versuchen, hier die Pfosten für uns zu nutzen. Jetzt haut er dann ja nochmal zu. Nochmal, nochmal. Jetzt müssen wir ein bisschen auf Abstand gehen, bis unser Ausdauer wieder hochgeheilt hat. Ja, das ist auch so. Scheißattacke von ihm. Jetzt hier dahinter gehen. Ah, super. Nein, jetzt häng ich an den Pfosten fest. Ich glaub's ja auch nicht. Jetzt weiß ich gerade zu meinem Vorteil nutzen wollte. Bam. Das war dumm. Ich darf nicht rückwärts von ihm wegrollen. Jetzt hängen wir auch noch fest. Jetzt macht er seine Scheiße hier. Ja, diesmal hat es nicht so viel Schaden gemacht, weil er geblockt hat. Das war ein Fehler. Aber nicht die Flamme. Scheiße, das war's. Oh Mann, ey Leute. Es nervt mich gerade nur noch. Es nervt mich gerade nur noch, gegen diese Gegner hier zu kämpfen. Vielleicht kann ich da drüber springen, fällt mir mal gerade so ein. Über den Flammenatem. Würde wahrscheinlich auch nur funktionieren, wenn ich ganz am Rand stehe. Also am Rand von dem Atem meine ich natürlich, weil sonst springe ich halt aus und direkt wieder rein. Bin es nochmal. Mein klar, jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist halt der Endgame-Abschnitt hier. Der soll halt auch nicht mehr easygoing sein. Eigentlich haben wir gegen die Typen ja auch schon oft genug gekämpft, um das zu wissen, wie die so kämpfen und so. Und das ist im Endeffekt auch immer noch ein Gegner, bringt jetzt keine so überragenden Scheißattacken. Ja, den Flammenatem, den finde ich schon krass. Aber das andere ist ja noch so im Bereich des Normalen. Also jetzt kein super ätzender Bossfight. Das ist ja nicht mal ein Boss.
Aber auch nicht. Nicht ohne trotzdem. Das eine muss mit dem anderen ja auch nichts zu tun haben. Wir rennen jetzt erstmal weg. Ich kann jetzt erstmal in Ruhe meine Runen holen. Jetzt mal noch uns hinterher. Ist das der dussel Hund hier? Ich glaub's auch nicht. Aber das ist wieder so ein Abschnitt, wo ich echt sagen muss, da würde ich mir echt wünschen, dass mir jemand dazu holen kann. Ich denke, wir müssen eigentlich aber auch wirklich da oben irgendwie weitermachen. Ich will hier die ganze Zeit noch rumtrampeln. Der hängt an den Pfosten fest, das ist ja witzig. Oder? Ist ja nur rückwärts gelaufen. Jetzt kommt er wieder zu uns. Ich habe irgendwie gerade keinen Bock mehr gegen ihn zu kämpfen, ihr könnt es mir echt glauben. Ich habe da keinen Bock mehr auf den Typen. Wie lange rennt er uns denn jetzt bitte schön hinterher? Jetzt aber nicht gegen ihn und gegen den Zauberonkel und gleichzeitig kämpfen, das will ja nur gar nichts. Das klingt doch fast so, als würde er uns immer noch hinterher laufen. Das klingt echt so. Das ist auch so. Der rennt uns echt hier hoch. Nein. Jetzt laufen wir einfach da runter in seinem Abschnitt oder was. Können wir auch mal machen. Aber da ist hier eh nichts zu holen. Zumindest kein Item liegen sehen. Gucken wir mal kurz. Jetzt hier geht es auch nirgendwo weiter, oder? Können nicht hier rüber. Müssen irgendwie eine Ecke höher kommen. Da unten ist ein Ort der Gnade. Kennen wir den schon? Kennen wir noch nicht. Da sieht es aus, als würde es da wirklich weitergehen. Wenn ich da aber hinspringe, ne? Dann kann ich von da aus da runter. Da ist ein Ort der Gnade. Hehe. Wir haben mal richtig verarscht, den Typen. Und keine Sorge, ich knüpfe mir den schon irgendwann nochmal vor. Ich will ja auch meine Rache haben. Aber jetzt will ich hier erstmal auch irgendwie weiterkommen. Das wird nämlich gerade alles ein bisschen too much. Gnade berühren, sehr schön. So geht's auch. So, wo ist der denn? Das hier ist die Ecke, ne? Ja, genau. Noch nie so viel Bossmarkierungen gesetzt hier. Okay. Dann gucken wir jetzt mal, muss ich mich auffüllen? Ne, das passt alles noch. Das passt alles noch. Und hier kommen diese dusseligen Adler wieder, die waren auch so scheiße zu bekämpfen. Au, au, au. Ja, das meine ich nicht, mit Scheiße zu bekämpfen. Guck ich die Kacke mal an hier. Jetzt ist wieder einer hinter uns. Der hat uns auch wieder erwischt. Das war's jetzt gleich. Ich sehe den zweiten mich gar nicht mehr. Oh. Ist das ein Schild? Hab, stech doch mal zu. Yes. Meine Güte. Dusseliges Federvieh. Schmierstein. Da war schon wieder den nächsten Drachen. Jo, und der ballert hier gleich los. Alles klar. Wir laufen erstmal hier. Was gibt es denn hier noch zu begutachten? Nix. Das ist so ein bisschen tief. Das ist ein Aufzug. Ja, dann, wir können erstmal ja hier auf das Dach. Ich will hier auch wieder Adler. Können wir die Tür öffnen? Nein, auch diese Tür lässt sich nicht öffnen. Oh nein, das ist der scheiß Adler. Ach scheiße, ich springe jetzt genau in so einen Blitz rein, ne? Scheiße, ist alles voller Adler. Ich kann nicht gegen die alle gleichzeitig kämpfen. Sind wir hier unter dem Dach vielleicht nicht bei den Blitzen sicher? Schwer zu sagen. Piekst den weg, noch ein Pixer. Oh Mann, ich stelle mich hier auch gerade an die letzte Mensch. Schnell was trinken. Ausdauer mehr. Das war ja noch einer, der da oben rumfliegt.
Jetzt hau ihn doch mal. Ja, piekst halt noch mehr gegen fucking Wand. Hey, die steckt einfach mal mit, wenn sie das Vieh dreht. Ist es denn so schwer? Komm, er hängt doch fest. So, Typ ist doch echt lahmarschig, ne? Au. Jetzt aber. So, okay, die haben wir schon mal alle besiegt, das ist gut. Jetzt muss ich hier direkt on the fly noch einen Drachen besiegen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Der uns hier jetzt schon mit Blitzen beratert. Okay. Wie kommen wir da hin? Gibt's keine Deckung mehr für uns? Das heißt jetzt volles Ballett nach vorne oder wie? Das war übrigens sehr knapp. Da ist wieder. Ach du Scheiße, sind wieder jede Menge Adler. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal irgendwie versuchen, zu den Drachen zu kommen. Au, Alter, Schwede direkt getroffen. Oh, der hat aber nicht. Oh, ist das angeschlagen? Ich nehme es einfach mal hin. Vielleicht mal einen Bug zu meinen Gunsten oder was? Und guck mal, der Drachen macht dann auch Schaden. Wow, uns Schaden. Alter Schwede. Mega Blitzatem hier. Alter Schwede. Gut, das war ein Vogel. Und jetzt fackelt er uns ab. Ja. Schnell was trinken. Müssen wir auch jetzt mit einem Treffer platzieren, solange unsere Waffe noch aufgeladen ist. Achso, wir sind hier mal aufgeladene Waffe, ne? Voll reingerollt. Großartig. Trinken, trinken, trinken. Ja, noch fast. Come on, ey. Yes! Hätte ich wieder mal einen Filetierfuß nehmen können, ne? Aber der hat nur 32 gebraucht. Uralter Drachenschmiedestein, Leute. Uralter Drachenschmiedestein. Damit können wir unser Naginata auf 25 leveln. Wie geil ist das denn? Vielleicht droppen die Drachen das hier alle. Uralter Drachen Dunkelschmiedestein. Damit können wir unsere Sensor auf Stufe 10 leveln. Nett. Das ist doch mal schön. Das ist Fortschritt, wie ich ihn mir wünsche. Jetzt gucken wir nochmal, was hier oben so auf uns wartet. Das interessiert mich jetzt aber, hat das vielleicht. Also. Der war ja schon fast tot. Ist jetzt die Frage. Ist das lore-bedingt so? Wahrscheinlich. Oder ob es ein Bug war. Aber das glaube ich nicht. Sowas hat man nur bislang noch gar nicht gesehen. Weil jetzt bin ich hier eine Falle gelaufen. Ich höre es nämlich hier schon pausen. Adler uns rum. Ach, Scheiße. Ja. Das war es jetzt gleich mit uns. Ach, Scheiße. Und jetzt fallen wir nicht tot. So war es das jetzt nicht mit uns. Oh Mann, Leute. Und der Adler hat sich einfach mit in den Tod gestürzt. Was für ein anstrengender Abschnitt. Und warum starten wir hier und nicht bei dem... Da war doch ein Schrein von America. Jetzt sind auch wieder die ganzen Adler auch wieder alle da, ne? Ich versuche jetzt hier einfach mal, ob ich hier irgendwie durchlaufen kann. Der Drache ist zumindest nicht mehr da. Oh, bitte lass uns das jetzt nicht das Leben kosten. Hat er jetzt, glaube ich, dezent ausgerastet. Ne, verpisst euch doch jetzt mal bitte einfach alle. Das ist auch so ein unfassbar nerviger Gegnertyp. Ohne Witz. Dieses scheiß Adler. Ja, fuck you. Verpiss dich einfach. Jetzt haben wir aber nicht mal mehr den Drachen auf unserer Seite, der die eben so schön für uns alle geröstet hat. Kamera nach oben. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe, ihr Scheißviecher. Die geben es, glaube ich, auch nicht so schnell auf. Ne? Ich will jetzt gerne einfach nur meine Runen wieder haben. Problem ist, wir haben die Adler. Ach du Scheiße, war das gerade knapp. Die Adler am Schlepptau. Ich will jetzt nur meine Runen haben. Jetzt laufen wir nach hier und springen hier erstmal wieder runter.
Hoffentlich haben wir sie jetzt dadurch irgendwie ein bisschen abgeschüttelt wenigstens. Das klingt aber nicht so. Das klingt leider nicht so. Irgendeiner ist gestorben. So, was machen die Mistviecher jetzt? Das sieht gerade ganz gut aus. Komm, verpisst euch einfach nur alle. Ich kenn Bock mehr auf die Viecher. Sieht ganz gut aus. Ja, wir können die Karte öffnen. Die sind nicht mehr sauer auf uns. Okay, wir haben die Dunkelschmiedesteine. Und den normalen Schmiedestein, diese Drachensteine. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wie wir das nächste Leuchtfeuer haben, das Naginata aufgelevelt. Und die Sense. Da gucken wir mal, was von beiden mehr Schaden macht. Ich vermute mal ganz stark die Sense. Aber da freue ich mich schon drauf, die auf Max Level zu haben. Und ich hoffe mal, dass die dann noch deutlich stärker werden. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Bis zur nächsten Folge dann. Ciao.